Herzlich willkommen im tropfenden Kessel. Ich bin Harry Potter und ich bin heute Ihr Barkeeper. Zur Auswahl stehen heute ein Wingardium Leviosa sowie ein Spielen wir Lego Harry Potter. Na gut, der war mies. Ich zeige euch jetzt einfach mal, was man in der Winkelgasse so alles anstellen kann. Die Winkelgasse ist frei zugänglich, sobald man die, keine Ahnung, die ersten ein, zwei Level geschafft hat. Und, oh cool, das leuchtet. Auswählen? Auswählen? Oh. Sieht ganz so aus, als könnte man hier die Kapitel nochmal durchspielen. Das ist ja cool, das wusste ich gar nicht. Okay, jetzt wisst ihr es auch, wenn ihr euch hier auf diese Plattform stellt, könnt ihr die Kapitel anscheinend nochmal durchspielen. Aber deswegen bin ich nicht hier, ich bin eigentlich hier, um euch mal zu zeigen, was man hier so alles machen kann. Und ich meine, eins sage ich euch gleich mal vorweg. Ihr solltet unbedingt Fan von Harry Potter sein oder zumindest die Bücher oder die Spiele kennen, bevor ihr euch dazu entschließt, dieses Spiel zu kaufen. Ganz einfach aus dem Grund, es ist zwar sehr liebevoll gemacht, mit vielen Anspielungen. Es ist auch unglaublich cool, eben hier durch den tropfenden Kessel und die Winkelgasse zu streifen, durch Hogwarts zu laufen. Aber das Problem ist eben, wer die Filme und die Bücher nicht kennt oder nicht mag, der kann damit einfach nichts anfangen. Und für den ist das einfach ein Fehlkauf. Ich persönlich mag die Filme, ich habe auch die... Naja gut, die Filme mag ich eigentlich nicht sonderlich, aber ich habe jedes Buch gelesen. Sie hatten auch einen guten Anteil an meiner Kindheit. Und das ist die. Kann man sich die Filme nochmal anschauen? Schauen wir uns doch mal einfach an, wie alles beginnt. Das habe ich euch ja zu Beginn vorenthalten, da ich diese Szene schon gehabt habe. Und ich lasse euch das jetzt einfach mal ansehen. Wenn ihr Harry Potter kennt, wisst ihr, was diese Szene zu bedeuten hat. Und ja, so könnt ihr jetzt nun mal eben feststellen, so laufen diese Szene nun mal ab. Und ich bin jetzt einfach mal still. Der tropfende Kessel. Also ich denke, man hat es ja schon sehr gut gesehen.
Das war wirklich Harry Potter in super kurz. Das sind im ersten Harry Potter Buch, ich glaube, fast 100 oder gar 150 Seiten, keine Ahnung, die hier auf ein paar, ja, ich weiß nicht, 2 Minuten zusammengekürzt wurden. Und wer sich mit dem Buch oder Film nicht auskennt, der hat hier im Prinzip überhaupt keine Ahnung gerade gehabt, um was es da überhaupt ging. Der versteht auch viele Anspielungen nicht, die eben durchaus vorhanden sind und die durchaus für Fans sehr, sehr liebevoll sind, wie mich eben. Ich oute mich als Harry Potter-Fan. Ja, im Prinzip brauche ich gar nicht mehr dazu sagen. Also sehr, sehr eingedampfte Handlung, aber dafür sehr, sehr komische Slapstick-Einlagen. So, ist das Quirrell? Egal. Mal schauen, was wir hier so alles anstellen können. Ah, Madame Melkin. Auch bei Fans, denke ich mal, recht bekannt. Ah, ich glaube, hier kann man sich die freischalten, die Charaktere, die man. Ja, es ist nämlich so, man kann es findet im Spiel, wenn man gut durchsucht, alle möglichen Dinge, zum Beispiel eben auch Charakterporträts, wie zum Beispiel hier Hermine im Ballkleid oder Ron in Hogwarts. Und ich glaube, mit denen kann man dann spielen. Und ja. Ich will jetzt einfach mal Hermine im Ballkleid freischalten. Das ist zwar recht teuer, aber ja, ey, bleib da. Der Blau ist viel wert. Mal schauen, was wir hier noch alles anstellen können. Ein Goldener. Bing. Ah, verstehe. Hier kann man sich goldene Steine kaufen. Fragt mich nicht, was die bringen. Aber ich denke, wir werden es sicher noch herausfinden. Ups, sorry. Wollte ich nicht. Gefällt mir. Eulenkaufhaus. Eisbahnverkleidung. Was das wohl bringt? Ich bin neugierig. Bing. So, und jetzt? Aha. Um mal jetzt kurz, ich glaube, war das aus die unendliche Geschichte? Na, ich weiß es nicht. Der Satz. Es ist und bleibt ein Rätsel. Und ich würde immer noch gern wissen, ob das Quirrell ist. Wo? Was ist, haben wir denn hier? Was gibt's hier? Zauberstäbe. Das sieht interessant aus. Slugus Erector. Ach so, Eructo. Multicorpus Rictus Sempra. Sind das Zaubersprüche? Lebender, Stolperfluch, Stupor. Accio, 4 Millionen? Wow. Also da heißt es wohl noch ordentlich sparen. Was haben wir hier? Sieht mir nach Cheats aus. Mal schauen, was ich hier so. Sorry, wenn euch das jetzt ein wenig langweilt, aber dieser Part ist eben ausschließlich der Winkelgasse gewidmet und es kann sein, dass das ein wenig fad auf euch wirkt. Tut mir leid, aber
Ja, mein Gott. Man kann nicht alles haben. Und ich will jetzt endlich... Ui, ui. 25.000 haben, damit ich Hermine im Ballkleid freischalten kann. Übrigens, falls ihr, wenn ihr diese ganzen komplizierten Bewegungen hier seht, die für die brauche ich... Wow. Wow, wow. Auch eine schöne Szene, die denn... Ah, ich verstehe. Dafür brauche ich diese goldenen Lego-Steine also, damit ich mir hier die Verliese freischalten kann. Das ist intelligent. Also ich brauche noch zwei, damit ich das erste hier freischalten kann. Kann ich das hier vielleicht schon freischalten? Sieht ganz so aus. Also wie gesagt, hier brauche ich, wenn das hier so violett leuchtet, muss ich einfach nur J drücken, gedrückt halten, dann macht Harry das Ganze automatisch. Also nicht, dass ihr glaubt, ich muss hier immer irgendwie kompliziert herum experimentieren. Ich glaube, kann ich, ah, sehr schön. Nur, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, kann zum Beispiel diese Koboldschlösser nehmen. Oh, das sieht cool aus. Komm zu Papa. Bonus-Level spielen. Na, das sieht doch mal cool aus. Ah, Bonus-Level. Gut, dann machen wir das Bonus-Level noch und dann geht's im nächsten Part weiter. Hui. Hui. Hui, 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 hui. Ui, 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 ui. Ah. Na, wisst ihr auch, was das ist? Klar, wenn ihr euch mit Harry Potter auskennt, dann müsst ihr das einfach wissen. Das ist der fahrende Ritter. Cool. Da komme ich da irgendwie raus? Sehr intelligent, also das, also was hier für Liebe in diesem Spiel steckt. Ich habe ja von Lego Indiana Jones, glaube ich, war das gelesen, und das soll ja angeblich, oh mein Gott, die Steuerung, soll ja angeblich ziemlich schlecht gewesen sein. Davon merke ich hier allerdings recht wenig. Was kann ich denn hier alles machen? Oh, da habe ich aber viel freigeschaltet. Was kann ich denn hier mitmachen? Cool. Runny Boy. Wow. Könnte das Expecto Patronum sein? Ja, sieht ganz so aus. Was haben wir hier? Boing, boing. Kann man Auto fahren? Komm. Oh, cool. Platz der Harry. Ich habe Harry überfahren. Da oben ist ein violetter Stein. Kann man in die Häuser reingehen? Sieht nicht so aus. Boing. Lumos. Harry Potter Fans sollte das auch wohl bekannt sein. Oh mein Gott, die Steuerung ist... Das sollte meine Fahrschullehrerin wohl eher nicht sehen. Ich glaube, ich... Oh mein Gott. Nicht mein Auto. Eigentlich wollte ich euch in diesem Paar, also wollte ich die Winkelgasse nur in einem Paar zeigen, aber ich denke, da es hier noch viel zu entdecken gibt, beende ich das Ganze jetzt einfach mal hier und
Wir sehen uns dann später. Ja. Auf Wiedersehen, liebe Kollegen.